Ja, die Maschine habe ich nur mal von Live Fitness, also das modernere oder das Partnermodell quasi, das habe ich mal trainiert. Ah, okay. Eben in diesem Kraftwerk, aber selten. Ja. Was hat das Kraftwerk mit diesen Backstein, Güterbahnhof zum Beispiel, genau, da habt ihr auch schon mal, glaube ich, genau, mit einem gedreht, ne? Tim, Markus auch Markus Sachen gemacht, genau. Ja. Ja. Und die haben jetzt eben eine Kette in ganz Freiburg, gibt es mehrere Studios und da kann man dann überall hin abwechseln. Welches ist das mit dem Backstein? Güterbahnhof. Güterbahnhof, das ist echt Zollhallen irgendwie. Stühles Studio. Ja. Genau. Brutales, aber wie gesagt, Licht. Ja, das stimmt, ja. Aber mein Home-Gym ist eben das in Herbolzheim, der Fitnesstreff. Da bin ich eigentlich 5-6 Mal die Woche. Also eigentlich fast immer. Ich habe also, wenn man das mal arbeiten sieht, so echt den Rücken. Rein durch den Pulli durch. Spannend, Leute. Kennst du auch nur aus den Videos, ne? Ja, kenne ich auch nur aus dem Video. Jetzt sehe ich es live stehen dran. Schon beeindruckend, ja. Macht eigentlich deinen Arm? Der Problem. Ja, ich merke es immer hin und wieder noch. Aber ich habe es ja eben auch schon mal angesprochen. Das führe ich auch so ein bisschen aufs Rückentraining zurück. Also ich habe jetzt hier 50 Kilo drauf. Ich habe die früher, also ganz früher, hatte ich ja wirklich teilweise auf einer Seite 140 Kilo. Ja, noch so in meinen 20ern. Und habe die zwar bewegt, aber du ziehst dann halt doch extrem stark mit diesem Bereich, genau. Und gerade so in der gedehnten Position, wenn du dann immer so diesen Druck da drauf gibst, dann belastet es halt immer wieder genau diesen Bereich. Und auch das habe ich jetzt halt ein bisschen umgestellt hier. Ne? Mache ich leichter und versuche mich mehr auf den Rücken zu konzentrieren. Und mein Armtraining habe ich halt auch umgestellt. Ein bisschen kürzere Pausen, etwas höhere Wiederholung. Ja, und leichtere Gewichte halt. Ne? Merkt man richtig den Zug hinten drin. Geil. Ja, das war jetzt, hat man gesehen, bei den letzten, wo es schwer wurde, ja, hast du dann wieder so diesen bisschen gemacht. Ja, ne? Einfach und eigentlich damit, wenn du dich so krümmst, ja, verkürze ich ja. Nee, dann verlängerst du den Rücken wieder. Achso, ja, ich verlängere den Rücken, aber verkürze den Weg. Ne? Genau. Genau, ja. Also musst du eigentlich immer so. Ja. Also ich komme ja schon manchmal, ich sitze ja schon fast so. Ja. Aber ich versuche halt echt immer hinten auch so weit wie möglich zusammenzuziehen. Ja, ja, ja. Das sind die Feinheiten dann irgendwann. Die machen die Pros aus. Ne? Eigentlich schon. Ja. Was denkst du eigentlich, was theoretisch, was jetzt realistisch drin ist in dem? Geiles Bild. Aber hallo, geiler Effekt. Ging's? Ja? Wenn jetzt, wo du ja wirklich Monate Zeit hast, dich voll drauf zu konzentrieren. Ja. Hast du das schon mal so detailliert an einer Schwachstelle mal wirklich gearbeitet in deiner Karriere? Muss ich sagen, also ich war schon von Anfang an, als ich angefangen habe mit 15 so, habe ich schon aufgeschrieben, habe ich hier Diagramme gemacht über meinen Gewichtsverlauf und so. Und dann irgendwann hat man so erste Erfolge und ist dann so ein bisschen halt, wie ich immer sage, so im Studio vielleicht der größte Fisch im Teich. Und dann wird man ein bisschen gemütlicher, ne? Dann denkt man so, ja, was ich mache, ist ja wohl schon richtig, ne? Ich habe ja so gewisse Erfolge. Dass ich jetzt wirklich so, also ich habe schon mal so eine Phase gehabt, da habe ich schon zweimal die Woche Rücken gemacht. Aber eigentlich, wenn man es durchdenkt, ist das kein besonders guter Ansatz, weil du machst irgendwas falsch, ja, weil mein Rücken ist ja gewachsen, bloß an den falschen Stellen. So, und jetzt zu glauben, wenn ich das dann zweimal die Woche mache, bloß weil ich es zweimal falsch mache, wird es dann nicht richtig oder besser unbedingt. Und jetzt habe ich mir halt so vorgenommen, halt mal wirklich ein bisschen mit Köpfchen da dran zu gehen und mich da ein bisschen, ja, mal durchzubeißen, statt einfach nur zu sagen, ich mache mehr und öfter und schwerer. Das ist eigentlich so, ja, eigentlich so das erste Mal. Ich sag mal, Beine war ja auch immer so ein bisschen, was man bei mir kritisiert hat. Wobei ich mir da auch wenig vorzuwerfen habe. Ich habe immer viel und hart und schwer Beine trainiert. Die sind jetzt tatsächlich besser geworden, nachdem ich halt die Kniebeugen anders gemacht habe. Ne? Kennt ja wahrscheinlich jeder hier. Matze war live dabei. Das hat echt nochmal was gebracht.
Ja, und im Rücken, da bin ich jetzt echt dabei, mir da richtig Gedanken zu machen. Mal. Und ich glaube, eingangs wolltest du fragen, was ich mir davon verspreche, ob das nochmal was gibt. Ich habe ja, warst ja dabei, ne, auf der Deutschen, wo der Detlef mich gedisst hat. Ja. Es gibt wenig, versuchst du schon die ganze Zeit. Ja, ich denke jetzt tatsächlich öfter mal an Detlef beim Rückentraining. Auch schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße, falls er sowas schaut. Doch, Detlef? Nee, ich denke, da ist auf jeden Fall, da ist noch Luft, weil klar, ich werde älter und es ist alles vielleicht nicht mehr ganz so einfach, wie es mal war, mit den 20ern so aufzubauen. Aber wie bei den Boxern, ne? Man sagt dann ja so, das, was mir körperlich vielleicht fehlt, das hast du dann irgendwann im Kopf. Und deshalb denke ich, da kann ich schon noch ein bisschen was rausholen. Trainierst du daheim eigentlich alleine oder hast du sonst noch Trainingspartner? Mal so, mal so. Also ich habe auch jetzt im Winter hatte ich einen Trainingspartner. In der Diät habe ich allein trainiert überwiegend. Manchmal trainiere ich so, mal so, aber überwiegend allein. Weil ich habe dann auch Kopfhörer drin, mache dann mein Ding. Und wenn ich Hilfe brauche, wir gehen eh immer so zu denselben Uhrzeiten, meine Kollegen und ich, dann rufe ich mal schnell einen rüber und dann hilft er schnell. Genau. Nur mit dir gemacht, hat er gemeint, so jetzt müssen wir 9:0 Socken kaufen. Echt, gar nicht dran gedacht, du bist ja auch ein 9:0er. Ja, aber... Herzlich willkommen im Club. Dankeschön, aber the one and only 9:0. Quasi der das Patent drauf hat, steht hinter mir. Ne? Aber verdient. Bei dir als... Man kann es ja auch nicht so vergleichen. Ich finde so 9:0 Gesamtsieg in der offenen Männerklasse oder Männerbodybuilding ist ja deutlich schwieriger zu erreichen, als wenn man jetzt nur sich zu zweit im Stechen gegenübersteht. Von daher ist das schon der richtige 9:0 Gesamtsieg. Obwohl es ja meistens bei den Männern eigentlich auch mal so zwischen zwei geht. Ne? Die schwereren, also die größeren halt. Ne? Also jetzt bei den Deutschen waren es auch, waren Domenico und Soltan so. Ja. Aber in Oberursel hättest da warst du... Da war es der Manu, ja. Aber mit dem ich mich gern duelliert hätte, muss ich sagen, im Nachhinein. Also ich glaub, Oberursel, da hättest du jemanden ganz schön verärgert und Deutsche, okay, wäre wahrscheinlich ähnlich ausgegangen, aber dann, da wär's dann, hättest du auch auf jeden Fall ein Wörtchen... Das haben ein paar tatsächlich gesagt, ja. Was die Qualität nicht. Und so, von der Muskulatur und Härte angeht, warst du da schon ganz weit vorne. Ja, danke schön. Wie gesagt, klar, ich hätte es gerne im Nachhinein schon probiert irgendwie, aber weil es auch einige gesagt haben, aber ich bin auch mit meinem Gesamtsieg so zufrieden. Ich glaube, das ist alles gut, so wie es gekommen ist. Ja, eben, es lief perfekt. Ich habe eigentlich nichts zu meckern. Genau. Es war immer so, die Leute haben mir immer gesagt, mach doch nochmal was und so von der Linie her und vom Potenzial. Hast du als Junior gemacht, hast letztes Mal? Ja. 2014. Das ist aber lange nicht die Form, ne? Du müsstest mal auf Instagram folgen, dann hast du es gesehen. Ich habe neulich so einen Formvergleich mal hochgeladen. Ich habe das Bild gesehen sogar. Ja, ja. Genau. Ja, haben ja viele gesagt, ich soll noch mal was machen. Aber ich konnte mich nie richtig durchringen. Und jetzt war es irgendwie da. Ja. Waren so ein paar Umstände, die mich dazu gebracht haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt zieh's durch. Und jetzt habe ich gemerkt, wie es Spaß macht. Und das ist halt, dass ich was habe, wo ich wirklich gut drin bin. Ja. Und ich finde, sowas sollte man immer ausbauen. Ja, sonst bereust du es. Ja. Talente fördern. Auch gerade so in der Schule oder so, wenn man als Lehrer dann sieht, dass irgendein Schüler in einem Fach besonders gut ist, dann soll man ihn auch anpacken und fördern. Ja. So ist es im Sport, überall im Leben. Fast noch mal, stell dich noch mal ganz kurz für die Leute vor, die dich nicht kennen. Wer du bist, was du machst. Ja, Andres Kempf, ich komme aus Südbaden. Ich denke, man hört es manchmal kommt der Dialekt ein bisschen durch. Ich versuche mich aber zu beherrschen. Gelingt dir ganz gut, da gibt es doch die Stimme. Gut. Ja, okay, dann ja, so ganz, ganz breit kann ich es nicht, aber dann stelle ich mich mal normal vor. Ja, ich studiere in Freiburg eben auf Lehramt. Ich mache jetzt Deutsch und Geschichte, das sind meine Fächer im 9. Semester. Und mache jetzt bald Staatsexamen und trainiere halt, mache Bodybuilding ein bisschen. Ja, was wollt ihr noch wissen? Nö, das reicht, oder? Das reicht schon. Ja.
Habe jetzt 4 Jahre nichts gemacht, jetzt habe ich wieder mitgemacht. Habe eben 2-mal gewonnen jetzt. Und voll abgeräumt hast du. Voll abgeräumt und stehe jetzt deshalb hier bei meinem Vorbild im Studio und trainiere jetzt hier Rücken. Ja. So schnell kann das gehen. Ja, noch ein nicer Fact, ich komme ganz aus der Nähe vom Adolf Burkhardt. Also auch Lahr, so 3 Ortschaften weiter, Herbolzheim eben. Das sind 10 Kilometer, 15 Kilometer. Also Adolf, wenn du mal jemanden suchst, auch mal für einen schönen neuen Videobeitrag, sag mal anderes mal Bescheid. Gruß geht raus, wenn er das sieht. Aber ich meine, David, wenn man das mal so sieht, durch die heutigen Möglichkeiten natürlich, beim anderes ging es natürlich jetzt Schlag auf Schlag. Ich meine, die Leute wollen was sehen, jetzt geht das ruckzuck. Das war ja zu deinen Zeiten damals, war das nicht so ganz so schnell möglich alles, ne? Ja, ich erwähne ja immer gern. Ah, drüben hängt ein Foto noch von mir. Das ist noch auf Film gemacht worden. Mhm. Auf Film. Wissen die, da muss man sich bei jedem Foto noch überlegen, ob es das wert ist, entwickeln zu lassen erstmal. Meine erste Wettkampfsaison war 2000 und danach hatte ich ein Fotoshooting. Damals mit dem Rainer Dahms. Der hat mich da schon per E-Mail angeschrieben. Das war schon fast schon ein bisschen unseriös, wenn du damals eine E-Mail bekommen hast. Ganz komisch. Und dann haben wir ein Fotoshooting gemacht, übrigens in Mannheim. Mhm. Und wo in Mannheim? Das Shooting haben wir gemacht in irgendeinem Museum oder sowas war das. Ich hab jetzt auf irgendeine Güterbahn oder so. Nee, das war so ein industrielles. Das war so ein Museum, das war aber ganz geil, da waren so ganz lange Gänge so und viel Glas und so weiter. Und da haben wir dann ein Shooting gemacht und da ist ein Bild entstanden. Vielleicht finde ich es noch für dich, dann kannst du es mal einblenden. Und das ist dann in die Sportrevue gekommen damals. Und das war dann aber schon ein halbes Jahr nach dem Wettkampf oder so. Also die Sportrevue habe ich dich. Bin ich auf David aufmerksam geworden, 2012. Oder so, da war irgendwas. Da gab es dann schon YouTube, das wurde da gerade groß. Und dann habe ich ein Video gesehen vom Antoine Velin, deinem damaligen Teamkollegen. Also die Zeit. Ja, bei Universal, genau. Weil den habe ich gefunden und gefeiert, weil der immer so verrückte Videos gemacht hat. Und dann habt ihr mal eben dieses Oldschool-Shooting gemacht. Und dann habe ich gesehen, hey, da kommt der aus Deutschland. Und dann war das so mein Kontakt zu ihm, wo ich ihn entdeckt habe. Ich glaube, das war das Erste. Vielleicht war schon so ein kleiner Meisterschaftsbericht damals in der Sportrevue, aber so 2000 ungefähr, oder 2001 war das dann, wo ich dann so einen ersten öffentlichen Auftritt hatte. Damals hat wirklich noch keiner Internet gehabt, so gut wie. Und also Social Media gab es gar nichts. YouTube gibt es, glaube ich, seit 2006. Waren schon andere Zeiten. Ich kann mich auch noch an mein allererstes Interview erinnern. War 2001 wahrscheinlich. 2001 oder 2. Ich bin mir relativ sicher, das war die Meisterschaft, wo Ronny Rockel deutscher Meister geworden ist und dann Profi geworden ist danach. Es müsste, vielleicht weißt du es noch, 2-1 oder 2-2. Da war ich 2002. Da war ich anders unterwegs. Da war ja vor meiner Zeit. Ja, 2001, 2002. Ja. Da habe ich mein erstes kleines Interview gegeben als Vize-deutscher Meister Junioren damals noch. Und dann, ich glaube, da hat der Ronny dann einen Gesamtsieg geholt. Männer 3 hat er gewonnen. In einer brutalen Form. Und dann Gesamtsieg auch gemacht. Ich glaube, das war der Tag. Vorstellen, wo man hingehen soll, so sportlich? Noch nicht wirklich. Das liegt auch daran, dass ich meinen Coach, den Stani, noch nicht gesehen habe. Der war jetzt in Ecuador mit der Danisha aus meinem Team, die die Goldmedaille geholt hat auf der WM. Gratulation noch an die beiden, besonders an sie. Und er ist halt mitgeflogen, ne, als Coach. Deswegen, ich treffe ihn jetzt die nächsten Tage mal und dann werden wir uns mal zusammensetzen und reden. Ich meine, wir haben uns ja gerade, ich habe mich ja gerade auch eigentlich schon mal gefragt, ob du eigentlich zu Beginn
vor Oberursel, ob dir überhaupt selbst so klar war, ja, welchen Standard du da mitbringst, so, nee, was du lieferst. Nicht. Das Ganze war wahrscheinlich jetzt alles ein bisschen schneller. Komplett, oder? Ja, komplett. Ich habe ja auch kein Instagram gemacht, deswegen habe ich auch nicht geschaut, wer kommt. Zum Beispiel den Marcel Lux, den habe ich immer verfolgt. Ich wusste, dass er startet. Aber sonst hatte ich da eigentlich niemanden auf dem Schirm und habe ich mich selber auch nicht verglichen. Und man verliert ja den Blick auf sich selber sowieso. Also ich hatte eigentlich keine großen Vergleiche oder auch keine Ahnung, was ich da mache. Ich wusste nur immer, dass Dani zufrieden war, dann war ich es auch. Und von daher hat es gepasst und dann bin ich halt da hingefahren und dann kam es, wie es kam. Und es war dann schon auch ungewohnt irgendwie, gerade auch durch die Rap One Videos, so an Zuspruch und ja auch an Zulauf, an Nachrichten und so. Da habe ich erstmal gemerkt, hey, die Leute interessiert es teilweise ja wirklich. Und war schon eine Erfahrung und ich freue mich auch wirklich. Und jetzt realisiere ich das langsam so Stück für Stück und mache mir auch Gedanken. Also es geht auf jeden Fall weiter, auch bald, nicht wieder 4 Jahre oder so. Was würde der alte, erfahrene Hase dem Andres denn raten? Ja, wie ich eben schon mal gesagt habe, durchziehen jetzt halt, ne? Also klar, genieß, ihr sollt das genießen jetzt, aber nicht drauf ausruhen und den Schwung mitnehmen. Und jetzt nicht irgendwie denken, oh, ich muss jetzt erstmal 4 Jahre Offseason machen und so viel aufbauen und so viel besser werden, sondern halt dranbleiben, direkt neue Ziele stecken. Für ihn ist jetzt halt echt die Frage, was er macht, ob er versucht bei den Männern einzusteigen oder ob er halt sagt, ich mache das mit dem Classic international weiter. Beides Optionen, meiner Ansicht nach. Ne? Sag mal, ich bin ja auch so einer, der so auf der Grenze liegt. Ne? Also ja, bei mir wäre es dann halt der Fall, ich komme aus dem Offenen und bin dann ins Classic gegangen und bei ihm wäre es dann andersrum. Ja. Muss man sich halt mal Gedanken machen, was ihm liegt, worauf er Bock hat, wo er die besten Chancen hat. Ne? Ja. Wobei letzten Endes muss halt entscheiden, welcher Look gefällt mir. Ne? Ich hätte da schon einen genau vorgegebenen Fahrplan im Kopf. Dann höre ich mir den mal gerne an. Machen wir nachher mal in Ruhe. Machen wir nachher, okay. Ja, was auf jeden Fall halt sein muss, egal wie es weitergeht, die Linie muss bleiben. Da habe ich aber auch die Genetik zu und ich will schauen, Qualität drauf zu packen, aber es muss was dazukommen. Also sagen wir jetzt mal, ich gehe in die Classic Physik in deine Richtung, dann hätte ich ja nochmal 6 Kilo plus. 6 Kilo. Ja, national zumindest. Ich glaube, international wäre es ja nochmal anders. Ja, genau. Da das müsste ist ich schon auf jeden ein schöner Fall Puffer auf jeden Fall draufpacken. Dann Männer 4 müsste ich auch draufpacken. Also Offseason so oder so. Und halt eine schöne, qualitativ hochwertige. Also ich. Gerade wenn man einmal so eine Härte und Qualität gebracht hat, dann sollte man das auch beibehalten, auf jeden Fall. Will ich auch. Aber ich sage auch klar, dass ich kein so Massefiech werden will, also Männer 5. Ich finde es geil anzuschauen, aber gerade für Alltag, für Berufsleben und so weiter, wäre das jetzt für mich eher nichts. Ich gehe schon mal gern noch irgendwie in normalen Klamotten feiern oder unter Leute und habe keine Baggy Pants an. Oder zum Ballermann. Ja, genau, aber da habe ich ja dann Badehose, Shorts. Ne? Also wir machen im Prinzip alle Ruder-Varianten heute durch. Wahrscheinlich fahren wir noch Überzüge machen wir auch nochmal und eine Latzugübung machen wir auch, aber wir fokussieren eigentlich mit allem jetzt weniger auf den Latt, sondern auf diesen Bereich Trapezius und die Schulterblätter, Rhomboideen und was da so alles gibt. Ne? Und also selbst das Lattziehen, so wie wir es machen, ist dann auch fast so eine Art Ruderbewegung eher. Ne? Also kein so ein ganz senkrechtes, sondern eher so ein bisschen nach hinten. Und ja, mit den Maschinen hier, also das, die im Sitzen ist so die neutralste Position. Dann diese High Row, dann zieht man eben so ein bisschen schräg von oben. Bei der hier ziehst du von unten. Dass man einfach nicht alle Winkel, aber so alle Winkel, die eben auf den Bereich zielen, mal angetriggert haben. Ne? Und jetzt nochmal hier noch, wie gesagt, die, wo man so mehr von unten zieht. Es geht noch ein bisschen mehr Richtung Trapezius dann, wobei das auch wieder ganz stark davon abhängt, wie man sich auf die Maschine setzt und wie man sich konzentriert. Also beim Rücken ist das am extremsten. Ne? Also jeder kriegt einen Pump in die Brust, ja. Jeder kann am Beinstrecker die Quadrizeps zum Brennen kriegen, ja. Aber im Rücken echt alles mal richtig so zu spüren. Und vor allem die Arme rauszulassen, ne? Dass die Arme eben nicht brennen, der Unterarm nicht zumacht, ja. Der Bizep nicht anfängt. Ja, ja, man muss halt auch echt mal. Man muss eben ein bisschen drüber nachdenken. Ne? Bei mir ist es halt der Fall, habe ich jetzt schon erwähnt, mit dem Latissimus.
ich habe noch nie Probleme, Latissimus zu spüren. Ne? Da kriege ich super Muskelkater rein, kriege ich super Pump rein. Und du denkst eben, Latissimus ist mein Rücken, also ich habe meinen Rücken trainiert. Ich habe Muskelkater im Rücken, aber du kannst ja überall sonst auch noch Muskelkater haben oben. Ne? Und ja, da muss man eben dann ehrlich zu sich selbst sein und sagen, nee, da geht's, das geht noch besser. Noch nichts motivierenderes als Dorian Yates vor der Low Row an der Wand zu haben. Ja, das will ich aber wohl meinen. Also mehr geht also, ja wohl nicht beim Rückentraining. Mehr geht nicht. Wenn man sich das hier anschaut, die den Bereich. Und wenn man dann überlegt, von wann das ist. Ja. Der Kerl hat echt eine Ära eingeläutet. Ja. Hast du so, gibt es so Athleten, wo du sagst, die so, die für dich am beeindruckendsten oder spektakulärsten waren? Ob jetzt aktuell oder von. Ich bin ein totaler Jay Cutler-Fan. Der hat mich immer umgehauen optisch. Markus Rühl fand ich auch immer Killer. Das waren so damals die Zeit, wo ich dann angefangen habe, Bodybuilding-Videos anzuschauen. Da gab es auf YouTube den Ruling Forever, den Film. Den hat irgendeiner da hochgeladen. Den habe ich geschaut. Einfach nur wegen dem Freak-mäßigen optisch. Hast du die anderen auch alle gesehen? So Big and Loving It und ja. Made in Germany? Big and Loving It habe ich gesehen, Made in Germany habe ich nicht gesehen. Ah, den wollte ich tatsächlich mal bestellen im Shop, aber. Irgendwie habe ich das Geld dann doch anders investieren müssen damals. Jay Cutler, natürlich Arnold, klar. Und Dorian Yates. Macht auch einiges her. Welcher Jahrgang bist du nochmal? 92. Ja. Aber ich habe das Bodybuilding, dieses Wettkampf-Bodybuilding ja eigentlich 2012 erst entdeckt. Und da war ja dann schon diese Ära vorbei. Natürlich auch mal geil, wenn man noch so richtige Scheiben hat, ne? Die so klappern. Ja, hier richtig. Oh, da war ein bisschen laut. Das sind Charakterscheiben. Charakterscheiben nenne ich die. Betriebstemperatur erreicht, ja? Betriebstemperatur kommt rein, ja. Gerade wenn man nach dem Wettkampf jetzt irgendwie wieder regelmäßig viele Kohlenhydrate isst, ich springe da immer an wie ein Hochofen. Ich merke das dann sofort. Und auch im Training wirkt es dann viel schneller, dass man dann Pump bekommt, einem warm wird, heiß, kalt, kennst du. Ein bisschen Pump hast du auf jeden Fall anscheinend. Ein bisschen Pump habe ich schon. Sind jetzt 3 Wochen nach der Meisterschaft, ne? 3 Wochen, genau. 3 Wochen, 70 Euro bei Burger King liegen lassen in einer Woche. Ja, doch. Pump kommt. Was schon. Temperatur kommt. Ne? Pralles Kerlchen, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber, ja, was heißt prall? Das ist ja nicht so eine, wie soll ich sagen? Also prall ist schön, aber es gibt ja, mir fehlen jetzt ja die richtigen Worte, aber es gibt ja Leute, die sehen einfach so aufgepumpt aus. So sieht nicht dieses jetzt, aufgeblasene. So sieht er gar nicht aus. Ne? Ja, es also ist schon so eine fleischige Prallität. Ne? Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll richtig. Solange es keine fette Pralität ist, ist doch alles im Rahmen. Nee, das ist schon gut. Also muss man ja auch mal ehrlich sagen, viele nach dem Wettkampf haben ja auch extrem Probleme im Kopf, mit dem Essen und wieder reinzufinden in so eine Routine. Es gibt die wenigen, die können das sofort weitermachen oder clean durchziehen. Ich bin da eher nicht so. Also ich habe jetzt auch wenig Hähnchen gegessen, bin umgestiegen auf Thunfisch, auf Rind, so Sachen, die schnell gehen, einfach Dose auf. Ne, und hatte keinen Bock mehr, so viel zu kochen wie in der Diät. Ja, aber ich komme langsam wieder back on track. Die Zeit des Genießens neigt sich dem Ende. Ja, kommt Weihnachten. Weihnachten noch, ja, das machen wir nochmal in der Mezzo, aber ja, so langsam reicht's dann. Yep.
Ja. Nicht so schlimm. Überzüge. Pullover. Überzüge an der Maschine. Für mich auch was Neues. Ich hätte nicht gedacht, dass David so... Also ich habe natürlich ein paar Trainingsvideos angeschaut, aber dass er so maschinenlastig trainiert, finde ich mal geil, was anderes. Die Maschine habe ich nicht, noch nie gemacht. Bin mal gespannt. Ja, hast du schon recht. Also bei Brust muss ich sagen, bin ich echt Hantel-Fan. Also ja. da brauchst du, finde ich, sonst fast nichts. Aber so beim Rücken, vor allem, ich habe es eben schon mal gesagt, da war die Kamera, glaube ich, aus. Ich habe früher fast nur, oder das heißt fast nur, meine wichtigste Übung früher war immer vorgebeugtes Langhandelrudern. Ne, à la Dorian Yates mit Untergriff. Ist auch eine wichtige Übung. Mein Kreuzheben, meine Kniebeugen, habe ich alles gemacht. Also mein Rücken hat schon gut was abbekommen mit Hanteln, aber wenn es dann an die Details geht, ne, wo man wirklich dann an so, also das heißt Kleinigkeiten, aber wenn man gezielt irgendwo hin will am Rücken, dann sind Maschinen doch echt schon eine gute Sache, vor allem beim Rücken, finde ich. Ja. Wobei die jetzt, fällt heute ein bisschen aus dem Rahmen, das hat jetzt, die zielt auch wirklich nur auf den Latt eigentlich und weniger auf Trapezius und so weiter. Aber es ist ganz geil, wenn du im Rückentraining so eine Übung drin hast, wo der Bizeps und der Unterarm mal wirklich raus ist. Ne? Dann machen wir danach noch eine Ruderübung. Dann ist der Bizeps wieder ein bisschen frisch und die Griffkraft ist wieder ein bisschen erholt. Und ja, hier kann man auch halt geil bolzen. Außerdem hat der Dorian die auch immer gemacht. Eigentlich reicht dieses Argument doch völlig aus, oder? Alles gesagt. Dorian hat es gemacht. Alles und dann gesagt. Diskussion beendet. Ja. Vorbildlich wird sich auch angeschnallt. Safety first. Anschnallpflicht, ja. Auch im Gym. Ja, hier ist ja noch ein Polizist hinter uns. Oh, so. Sollst du nicht alles verraten? Muss ich anschnallen. Interessant, ja. Hatte ich so noch nie. Überzüge immer mit Kurzhandel oder am Tower. So von ja, kann es halt hier viel schwerer gehen, ja. Weil wenn du am Seil machst, irgendwann zieht es sich halt nach vorne weg. Ja. Und du hast über den gesamten Radius Widerstand. Ja, ne? Ja. Anders als wenn du im Kabel trainierst. Ja. Aber im Tanktop richtige Nippelblitzerübung. Das halt. Ja, dann müssen wir. Wenn du allerdings geschwitzt bist und ein etwas enges T-Shirt anhast, dann hast du auch schon mal hier. Die sind die Nähte dann auch schon mal, geben dann schon mal nach. Aber nicht bei meinen T-Shirts. Ach, aber T-Shirts sind eigentlich so neues. Das ist Premiere, ja. Oh. Was fasziniert dich eigentlich am Wettkampf Bodybuilding? Eigentlich die Transformation. Wenn man so anfängt, irgendwie so sich relativ schwammig fühlt, fett fühlt, schwabbelig fühlt und wirklich sieht, was passieren kann in einem Zeitraum von 14, 15 Wochen. Wenn man dann dieses fertige Resultat hat, die Bilder, und sieht, also man erkennt sich selber ja eigentlich nicht wieder. Ne? Und viele denken ja auch, wir Wettkampf-Bodybuilder rennen das ganze Jahr so rum, sprechen einen an, zeig mal deinen Bauch. Ja, nee, gerade nicht. Ne? Und wenn man eben diese Verwandlung hinlegt in so einem bestimmten Zeitraum, das fasziniert mich. Und dann natürlich auch irgendwie ein Stück weit, das habe ich jetzt in Bochum besonders gespürt, so dieser Zusammenhalt hinter der Bühne, also gerade bei uns Classic Bodybuildern, wir haben uns alle hinter der Bühne super verstanden. Jeder hat dasselbe durchgemacht, jeder hat Diät gemacht, jeder hat gelitten, jeder hat sich gefreut, jeder hatte Probleme. Und dann so dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das war für mich echt stark. Auch jetzt über Instagram die Kontakte mit denen dann trotzdem über den Wettkampf hinaus zu halten. Es ist halt so ein Lifestyle, ein Sport und es verbindet dazu noch.
Und ich finde, man wird selber durchs Wettkampf-Bodybuilding auch ein besserer Mensch. In der Hinsicht, dass man lernt, konsequent zu sein und an was festzuhalten, an Zielen festzuhalten. Das hat mich extrem weitergebracht. 2014 schon und dieses Jahr nochmal mehr. Ich glaube, so würde ich die Frage beantworten. Sehr gute Antwort. Danke. Oder haben Sie noch was hinzuzufügen? Ne, das war eine sehr gute Antwort. Also gerade so der letzte Aspekt, den er jetzt gesagt hat, das sagt man ja immer so, dass Leistungssport auch irgendwie so einen Charakter formt und so. Das habe ich aber, also kann ich jetzt echt sagen, in seinem Alter habe ich das noch nicht so wirklich verstanden. Aber jetzt gerade so die letzten paar Vorbereitungen, ich habe schon, ich sage immer so, man sieht sich irgendwann so mehr von außen. Ne? Man, du erkennst so deine Launen und du hinterfragst viel, warum bist du jetzt so angepisst und jemand anderem gegenüber, der kann ja nichts dafür, dass du gerade Hunger hast und so. Man, ja. Also es hört sich zwar weit hergeholt an, das macht dich zu einem besseren Mensch, aber also je nach, ist auch immer die Frage, zu einem konsequenteren auf welchen, vielleicht zu einem, ja, ist ja, auch immer die Frage, auf welchem Boden fällt diese Erfahrung, die du machst. Manche Leute, die leben das halt voll aus, ne, und meinen dann, sie müssten aggressiv sein und, und von der Welt angepisst, aber wenn du halt das so ein bisschen hinterfragst und ein bisschen guckst, was passiert da gerade mit mir, dann bringt es dich auf jeden Fall weiter so in deiner Selbsterkenntnis. Oh Gott, wir werden richtig philosophisch. Akademisches Pumpen heute. Akademisches Pumpen, ja. Nee, auch gerade für die Uni hat es mir ehrlich gesagt was gebracht. Ja, für die Uni hat es tatsächlich was gebracht, weil man dann auch so sein, man lernt durchs Wettkampf-Bodybuilding, würde ich behaupten, den Tagesablauf zu strukturieren. Und so, ich finde, es funktioniert alles mit Routine. Das Bodybuilding, die Uni, wie auch immer, man plant sich den Tag viel besser. Und das hat viel gebracht, ja. Aber es wird echt zu akademisch, jetzt hier geht's ab. Eisen. Eisen. Oh. Der Mann schwitzt auch schon. Wo ist die Prinzessin? Ach, im Auto oder wie? Wie machst du das jetzt hier? Du schreibst jetzt quasi hier immer das Maximalgewicht auf, oder? Das ist jetzt mein... Das ist, man kennt die ja aus deinen Videos. Rücken, aber, das ist ein Zettel, ne? Und, ach, jeden Satz sogar, ne? Da schreibe ich jede Woche jeden Satz, jede Übung auf. Ja. Und dann eigentlich gucke ich immer nur so... Guck mal, letzte Woche habe ich die 84 12-mal gemacht. Heute habe ich die 12-mal noch zwei halbe so gemacht, ne? Also quasi, dass Progression erkennbar wird halt. Ja, im besten Fall. Ja. Wird natürlich nach über 20 Jahren dann, ne, schwierig, ist klar, aber... Klar, ja. Ich brauche es halt einfach so, dass ich so den Überblick habe. So. Ja. Dass man nicht stehen bleibt halt. Oder dass du zumindest an den Punkt kommst, wo du letzte Woche auch schon mal warst. So instinktiv trainieren ist gut und schön, aber also bei mir zeigt sich dann doch mit, wenn ich was schwarz auf weiß habe, dann ist das Ganze ein bisschen besser. Das ist wie mit dem Essen so. Es gibt ja welche, die zählen keine Kalorien und machen das so, aber ich habe da lieber einen Plan. Hast du schon mal gemacht, so ein Trainingstagebuch geführt oder so? Habe ich gemacht, ja. Im Winter 2017 auf 18, da habe ich aber immer dann nur das Maximalgewicht aufgeschrieben und ich habe da quasi so, ich habe es die Bibel genannt, das heißt, ich habe einen Dreiersplit gemacht und habe dann Tag 1, Tag 2, also Push 1, Push 2, Pull 1, Pull 2 und habe dann bei der jeweiligen Übung immer so den Topset hingeschrieben, was das maximale Gewicht war. Ja. Aber Ernährung tracken mache ich also eigentlich immer, da bin ich immer, weiß ich immer ganz genau, was ich esse. Beim Training bin ich manchmal eher zu faul, dann so Buch zu führen, weil ich halt auch irgendwie, ja, ich habe zwar meinen festen Plan, was die Übungen angeht,
Aber ich trainiere dann auch gerne intuitiv und mache dann mal 4 Sätze, dann mal doch nur 3 oder so. Von Mal zu Mal unterschiedlich. Aber selbst das würde ich dann eigentlich dokumentieren, weißt du? Ja. Weil gerade wenn du dann halt richtig lange dabei bist, ja, wirst du auch vielleicht mal in, keine Ahnung, 10 Jahren wirst du mal sagen, damals 2018 auf der Deutschen, da hatte ich doch irgendwie so geile Schultern. Was habe ich damals gemacht, dass ich die hatte? Ne? Ja. Ja, stimmt schon. Vielleicht eigne ich mir das mal an. Ich meine, man will ja auch immer was dazulernen und im Bodybuilding geht es auch immer darum, sich weiterzuentwickeln. Rückentraining, also wenn du es alleine machst, ohne Ohren, ohne Video. Was? Ohne hochklassige Bodybuilding-Dokumentation des Trainings. Das hört schon besser an. Da haben wir ein ganz gutes Tempo. So. Okay. Das ist halt die einzige Rückenübung, die du eigentlich machen kannst, wo du einen Bizeps und Unterarme raus hast. Ansonsten hat man diese Übung auch früher die Kniebeuge des Oberkörpers mal genannt. Ne? Die Brust trainierst du dann halt noch ein bisschen mit. Bauch hast du mit trainiert, aber vor allem hast du halt eine ganz ungewöhnliche Belastung vom Latissimus, die du sonst mit Maschinen so schwer, also mit Seil und Handeln schwer hinkriegst. So. Man merkt es auch sehr schön, man kann sich mit den Ellbogen richtig in das Polster reinstemmen quasi, dass die Arme wirklich draußen sind. Mhm. Also. Ja, einen Trizeps merkst du ein bisschen. Ich habe gestern einen Trizeps gemacht, den spürst du dann dabei, also wenn er angeschlagen ist auf jeden Fall.